Jetzt ist auch Deutschland an der Reihe. Wie in den meisten der 27 EU-Mitgliedsländer gehen die Bundesbürger bei der viertägigen Europawahl heute an die Urnen. Für die Berliner Ampelkoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD ist die Wahl ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst und vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Meinungsforscher rechnen bei der Europawahl mit einem Dämpfer für SPD, Grüne und FDP und mit Zugewinnen für CDU, CSU und die AfD. Auf europäischer Ebene gilt der Urnengang als Richtungswahl zwischen Anhängern der europäischen Einigung und ihren Gegnern. Wegen starker Umfragewerte für das Rechtsaußenlager sehen nicht wenige sogar die Demokratie in Gefahr. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Österreich, Italien, den Niederlanden, Belgien und anderen Staaten setzen Rechtsaußenparteien auf Zugewinne. Meinungsforscher rechnen damit, dass das konservative Parteienbündnis EVP stärkste Kraft vor den europäischen Sozialdemokraten wird. Liberale und Grüne müssen mit Einbußen rechnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als EVP-Spitzenkandidatin antritt, könnte noch am Wahlabend ihren Anspruch auf 5 weitere Jahre an der Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde anmelden.